Was würde passieren, wenn plötzlich alle Wespen verschwinden würden? Danke an Tomke für die Frage, die ich mal auf meiner Website bekommen habe. Machen wir uns dran. Auch wenn Wespen super nervig sind, ist es wichtig, ein wenig mehr über sie zu lernen. Denn sie leben in sozialen Gefügen und jede einzelne erfüllt eine wichtige Rolle. Zum Beispiel als Königin, Arbeiter oder Kindermädchen. Teilweise können Wespen sogar die Gesichter ihrer Artgenossen wiedererkennen und sich so korrekt in der Hierarchie einordnen. Was würde also passieren, wenn sie auf einmal verschwinden? Ohne Wespen hätten wir wesentlich mehr Spinnen oder Schädlinge, die unsere Ernte angreifen, denn Wespen sind Raubtiere und essen andere Insekten. Außerdem bestäuben sie wahnsinnig viele Pflanzen wie Orchideen oder Feigen. Und obwohl Wespen mindestens genauso wichtig für unser Ökosystem sind wie Bienen, will sie niemand retten, weil wir sie nicht süß finden. Und das Krasse ist, gerade mal 1% aller Wespenarten sind die, die dich beim Essen stören. Der Rest macht einfach sein Ding. Die Wespen, die jetzt gerade auf deine Apfelschorle fliegen, sind Drohnen, die zu Hause rausgeschmissen worden sind, weil die Königin sie nicht mehr braucht. Anstatt in Panik zu verfallen, sollten wir also einfach ruhig bleiben und sie mal beobachten. Denn Wespen sind eigentlich ziemlich cool.